So, hallo und herzlich willkommen. Ihr seid richtig bei Optionsstrategien TV und heute melde ich mich für euch aus Prag. Ich habe wieder einen Gast, mein guter Freund Nils. Und warum wir in Prag sind und über was der Hintergrund ist, dass wir uns hier getroffen haben, das geht jetzt im Video. Nils, erzähl erstmal, bevor wir sagen, warum wir hier in Prag waren, erzähl erstmal ein bisschen über deinen Hintergrund. Du bist ja auch quasi ein Trading-Urgestein, kann man sagen. Ja, ich habe seit 2003 Futures getradet. Ich war als Daytrader unterwegs, ich mache das heute noch. Ich habe Seminare gehalten, sowohl für Broker als auch für andere Unternehmen, Finanzdienstleister. Bin auf Touren gewesen, auf Messen gewesen, an Ständen gestanden und von technischer Analyse bis Behavioral Finance habe ich alles mitgenommen, auch alles gelehrt und bin heute in der glücklichen Lage sagen zu können, ich lebe von der Börse und zwar ganz gut. Ja. Bescheidenheit ist ja so eine Zier unter Tradern. Ja. Das Tolle ist, ja, wir kennen uns ja jetzt auch schon ein paar Jahre, wir haben uns auch mal auf einer Messe kennengelernt. Und das Tolle ist ja, dass du eigentlich ja wirklich das gemacht hast, was die meisten wollen. Nämlich jeder hat ja am Anfang, oder viele haben ja den Traum, dass sie sagen, ich möchte von der Börse leben. Das soll mein Beruf werden, davon will ich leben. Und viele haben ja so diese Vorstellung, dass man das nur mit sehr, sehr hektischem, aktiven Trading machen kann. Das ist richtig. Das hast du wahrscheinlich auch immer bei deinen Seminaren oder Vorträgen so erlebt. Und du machst aber eigentlich was ganz anderes. Und das ist, und deswegen haben wir uns hier auch in Prag getroffen, denn ich durfte beim Nils, du hast so eine Gruppe von Tradern um dich versammelt, die quasi einer bestimmten Philosophie folgen, und ich durfte da einen kleinen Vortrag über Optionen halten. Und erzähl mal, was du machst und was daran ganz anders ist als das, was die meisten Trader machen. Also ich habe angefangen, im Jahre 2011 eine eigene Webseite zu betreiben, nach langem Hin und Her, und habe auf dieser Webseite einen Inner Circle, also einen inneren Kreis, wo Leute für kleines Geld ein Jahr lang im Prinzip meine eigene Entwicklung auch verfolgen können, was natürlich für mich erstens auch ein Mittel ist, um mich selber zu disziplinieren, und zweitens für die Leute, die dort Mitglied sind, auch die Möglichkeit bietet, einfach mir über die Schulter zu gucken, zu lernen, und zwar nicht aus Büchern, sondern wirklich das praktisch zu lernen und zu verfolgen, was ich mache. Und in meiner Entwicklung, sage ich mal, vom Anfang als Heavy Trader mit dem DAX Future, hat sich dann so ein Sprung vollzogen nach und nach, wo ich gesagt habe, aber so richtig reich wird man ja damit auch nicht, dass man ständig nur von A nach B und von B nach A die Position wechselt, sondern wie machen das Leute wie ein Warren Buffett? Und was sich dann so nach und nach herauskristallisiert hat, ist eine Strategie, ich nenne sie die Zahltagsstrategie, wo ich ein Aktiendepot aufbaue, das mir jeden Monat Dividenden zahlt. Wo ich einfach gar nicht mehr auf die Kurse gucken muss, sondern sage, okay, ich kaufe mir eine tolle Aktie wie Coca-Cola und ich gucke einfach zu, wie die jedes Jahr die Dividende um 10% erhöhen, und das machen die jetzt schon seit 50 Jahren. Und das sind die Arten, wie Vermögen aus meiner Sicht oder nach der Erfahrung der Großen auch aufgebaut wird. Und das bringe ich halt den Leuten bei, und zu diesem Zweck haben wir uns also zum Beispiel in diesem Jahr in Prag getroffen, mit einer kleinen Gruppe, um da eben auch Erfahrungen auszutauschen, voneinander zu lernen und ja, immer auch wieder Updates zu geben, was die Strategie angeht, was noch besser geworden ist und was wir auch an Lehrgeld im vergangenen Jahr bezahlt haben. Jetzt wird es ja so sein, dass die meisten, wenn sie das jetzt hören, Dividenden, dann guckt man mal in ein Webportal rein und gibt jetzt, wie du es gesagt hast, mal eine Coca-Cola ein und wird es lesen, die zahlt irgendwie 2,5% Dividende. Das ist ja jetzt eigentlich nicht so richtig das, was man sich als Trader so vorstellt, dass man sagt, ich mache 2,5% Rendite sozusagen im Jahr. Was ist denn so dieser große Denkfehler? Ich habe es ja auch von dir gelernt, aber was ist denn so der große Denkfehler, wenn man Richtung Dividendeneinkommen denkt, was die meisten haben, wenn sie diese kleine Zahl hören, 2,5% beispielsweise? Der große Denkfehler ist, dass man denkt, das bleibt wirklich immer so. Es sind immer 2%. Ja, es sind also wirklich immer nur, ich habe $100 investiert und ich kriege jedes Jahr nur $2 Dividende. Das ist der große Fehler.
Das Dividendeninvestieren lebt zum großen Teil von zwei Dingen, nämlich einmal vom Reinvestieren der Dividenden, dass man sagt, ich kann natürlich dann auch mit den eingenommenen Dividenden wieder neue Aktien kaufen, die wieder neue Dividenden zahlen. Und der zweite Punkt ist, dass diese Dividenden ja jedes Jahr von den großen amerikanischen Unternehmen um 6, 8, 10, 15, 20% angehoben werden und das über viele Jahrzehnte hinweg. Es gibt Unternehmen, die seit 85 Jahren jedes Jahr steigende Dividenden zahlen. Es gibt Unternehmen, die zahlen monatliche Dividenden, 6, 7% im Jahr. Da kriegt man also alle 30 Tage ein 0,5% überwiesen auf die Investition und die erhöhen ihre Dividende jedes Quartal um 2, 3%. Und jetzt muss man sich überlegen, das ist wie eine Mieterhöhung, wenn man eine Wohnung vermietet hat, oder wie eine Gehaltserhöhung, wenn man zu seinem Chef gehen würde und würde sagen, alle 3 Monate möchte ich 3% mehr Gehalt haben. Also so eine Gehaltsentwicklung kann man gar nicht erzielen im Berufsleben und auch als Vermieter so darf man die Miete gar nicht erhöhen, aber die Dividenden machen das. Und wenn ich heute $100 in Coca-Cola investiere, kommt es eben dazu, dass ich vielleicht in 5 Jahren eben nicht mehr bei 2% bin auf mein Investment, sondern inzwischen die Dividende 5-mal erhöht wurde und ich habe dann auf einmal eine Rendite von 6 oder 7% im Jahr. Und bis zur Rente, vielleicht in 10 oder 15 Jahren, habe ich auf meine $100 dann jedes Jahr 30% Dividende. So weit denken nur die typischen Trader nicht, die wollen die 30% schon bis Weihnachten machen. Also das heißt, das ist ja unsere Vorstellung ja auch, dass wir sagen, wir wollen traden, solange wir ein gewisses Alter noch haben, wollen Geld verdienen, aber irgendwann wollen wir ja mal von Börse leben können, ohne jeden Tag was machen zu müssen. Ich glaube, man wird nie ganz aufhören, man wird sich immer für das Thema interessieren, aber dieses hektische F1, F9 drücken, das ist eigentlich nicht Sinn und Zweck, sondern dieses so ein bisschen diesen Lifestyle als Trader, dass man sagt, okay, wir fahren mal hier in so eine schöne Stadt wie Prag und lassen uns ein paar Tage gut gehen und das Geld kommt trotzdem rein. Das ist ja eigentlich das, was du mit deiner Strategie verfolgst und natürlich muss man dazu diesen etwas längerfristigen Blickwinkel einfach haben. Ja, und das eine schließt ja das andere nicht aus, dass man sagt, ich kann natürlich jetzt so ein Depot auch nicht über Nacht aus dem Boden stampfen, sondern man muss schon ein bisschen gucken, dass man günstige Kaufkurse kriegt. Man kann natürlich auch vieles darüber steuern, dass man sagt, ich muss ja nicht bloß eine Limit-Order in den Markt legen und warten, bis die Coca-Cola auf meinen Preis fällt, sondern wir können Optionen schreiben darauf und uns fürs Warten bezahlen lassen, dass wir dann die Option tatsächlich, wenn sie gezogen wird, die Aktie zu dem Preis geben, den wir haben wollen. Ich kann nebenher auch traden, ich kann auch 120 Coca-Cola-Aktien kaufen und davon dann 100 wieder verkaufen und einfach 20 liegen lassen. Aber die Idee tatsächlich, diesen passiven Einkommensstrom, der als kleines Rinnsal irgendwann bei mir mal mit 10 Euro im Juni 2013 begonnen hat, hat sich mittlerweile auch schon so ausgeweitet, dass man sagt, da ist jetzt schon ein kleines Bächlein draus geworden und irgendwann wird es so breit wie die Moldau im Park. Also das ist wirklich faszinierend. Wir haben uns ja auch so ein bisschen die Zahlen von dir angeschaut. Du hast mir das erklärt und erläutert. Und ich war wirklich wahnsinnig überrascht, wie man in so kurzer Zeit, weil wie gesagt, wenn 2011, wir haben es 2015, sind ja gerade mal 4 Jahre. Und das ist ja wirklich nicht viel. Und trotzdem kommt da ja schon im Grunde genommen so viel raus, allein nur aus den völlig passiven Dividenden, wo man ja nichts dafür machen muss, dass es im Grunde genommen schon von der Performance höher ist, als das, was die meisten aktiven Trader im Jahr erreichen. Das ist absolut richtig, wobei... Vielleicht ganz kurz zu erklären, wir reden jetzt hier nicht über 30% im Jahr, aber wir reden darüber, dass man sagt, okay, es sind vielleicht jetzt so 8-9% mittlerweile. Ja. Und 8-9% fürs Nichtsmachen. Also wirklich ganz nichts machen, sauer ist falsch, aber für ganz, ganz wenig machen. Wir bekommen Festgeld irgendwie 0,5%. Die meisten Trader mit aktivem Trading verdienen gar nichts. Da ist das natürlich schon ziemlich beeindruckend. Ja, und es ist halt wirklich das Schöne, man fährt in den Urlaub und man kommt wieder und hat mehr Geld auf dem Konto als vor dem Urlaub, was normalerweise nicht die Regel ist. Und man kann, wie gesagt, ja auch diese ganze Geschichte auch noch durch aktives Trading untermauern. Also keiner hat ja irgendwo schnell mal 200.000 Euro auf der Seite liegen, sondern die kann man ja dann auch aus einem etwas aktiveren Trading ziehen. Aber diese Dividenden haben halt den großen Vorteil, dass man sagt, das ist eine jährliche Gehaltserhöhung. Der Amerikaner zahlt mindestens 4-mal im Jahr eine Dividende, was auch in Deutschland nicht so bekannt ist. Es gibt viele Unternehmen, die
12-mal im Jahr Dividende zahlen, wo man dann monatlich praktisch ein kleines Gehalt bekommt. Und wenn man das immer wieder regelmäßig in den Kreislauf einspeist, ich kaufe noch mehr und noch mehr und noch mehr Coca-Cola-Aktien, dann hat man irgendwann so einen Punkt erreicht, wo man sagt, das zahlt jetzt meine Telefonrechnung, das zahlt jetzt meine Miete, das zahlt jetzt vielleicht auch den Winterurlaub mal extra. Mhm. Und das ist eigentlich das Ziel, was ich mir gesetzt habe, so nach und nach diesen Einkommensstrom zu verbreitern. Und was meine Mitstreiter und ich hier zum Beispiel in Prag jetzt an einem Wochenende besprochen haben. Mhm. Was ich auch ganz interessant finde, wir sind heute ist der 6. September 2015, also das Video kommt in den nächsten paar Tagen. Wenn man jetzt mal schaut, wir sind ja mitten in einer Abwärtsbewegung an den Märkten. Mhm. Wir sind also im S&P 10% von oben weggefallen ungefähr. Wir sind, glaube ich, beide so ein bisschen der Meinung, da kommt noch ein Rutscher. Die meisten Langfristinvestoren, die sich so bezeichnen, die es ja eigentlich gar nicht sind, die haben natürlich jetzt Angst vor dieser Entwicklung. Ihr, ich auch, wir freuen uns ja eigentlich sogar über das, was jetzt passiert. Weil, erklärst warum, was ist jetzt das Tolle eigentlich an der Situation? Na, das Tolle ist ganz einfach, wenn die Preise nach unten kommen, es ist ja kein Geheimnis, der S&P, der Dow Jones, viele gute Aktien sind einfach in den letzten 6 Jahren wahnsinnig gut gelaufen, sie waren wahnsinnig teuer und ich konnte für $100 gerade mal 3 Coca-Cola-Aktien kriegen. Demnächst kriege ich für $100 vielleicht 4 Coca-Cola-Aktien. Mhm. Und das ist ja genau das, was der Investor möchte. Das heißt ja umgekehrt, dass sich dein Einkommen sofort um 25% erhöht. So ist es. Ja, also ich wehre mich auch immer so ein bisschen gegen das Wort Performance, weil natürlich viele Leute jetzt sehen, oh Gott, deine Aktienkurse sind ja alle um 20% gefallen. Was ist denn das für eine unterirdische Performance? Mhm. Meine Performance ist mein Einkommen. Und das wird jetzt leichter, wenn ich demnächst jede Aktie 25% billiger kaufen kann, kann ich natürlich sofort 20% mehr Dividenden generieren, weil ich fürs gleiche Geld mehr Aktien bekomme. Und insofern ist jetzt vielleicht der Punkt, auf den ich schon seit 2 Jahren warte. Die letzte große Korrektur war irgendwann, glaube ich, im Herbst 2011. Mhm. Ja, ungefähr 20% im S&P etwa. Ja, so, wo wir so von August bis in den November hinein so eine ganz lange schmerzhafte Seitwärtsbewegung hatten. Und das ist eigentlich der Punkt, wo alles am Boden liegt, wo man sagt, jetzt kannst du einsammeln, denn es wird deswegen nicht eine Coca-Cola weniger getrunken, es wird nicht eine Pampers-Windel weniger verkauft, es wird nicht eine Gillette-Rasierklinge weniger verkauft und das sind genau die Unternehmen, nach denen Leute wie zum Beispiel ein Warren Buffett gucken und was die Leute so erfolgreich und wohlhabend gemacht hat. Mhm. Vielleicht zum Schluss noch eins. Du hast jetzt auch die Coca-Cola immer angesprochen und das ist ja auch das, was die meisten immer denken, dass man so sagt, ja, man kauft jetzt Coca-Cola, man kauft Procter & Gamble oder Gillette oder irgend sowas. Aber, das habe ich von dir gelernt, es gibt ja wahnsinnig tolle Unternehmen, die wir hier überhaupt nicht kennen und die ganz verrückte Geschäfte machen, wenn man mal drüber nachdenkt. Also verrückt in dem Sinne, dass sie jetzt gar nicht so spektakulär sind, ja. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, ist es natürlich sensationell, was die machen. Und das sind dann auch so welche, wo man sagt, es ist eigentlich vollkommen egal, wie die Konjunktur ist. Und die werden immer, eben zum Beispiel Dividenden, du hast mir erzählt, es gibt, ich glaube, einen Friedhofsbetreiber. Ja, es gibt einen börsengelisteten Betreiber von Friedhöfen in Amerika, der eine Quartalsdividende zahlt, die, glaube ich, mittlerweile irgendwie bei 8 oder 9% liegt. Zu deinem Einkaufskurs oder insgesamt? Im Kurs, wie sie jetzt augenblicklich stehen. Ja. Auch seit Jahren die Dividende erhöht. Es gibt einen Betreiber von amerikanischen Schulbussen, die also ganz groß im Geschäft sind, den Klammen Kommunen praktisch das Schulbusgeschäft abzunehmen und börsennotiert sind, monatlich eine Dividende zahlen. Es gibt Betreiber von Gefängnissen, die an der Börse gelistet sind. Das muss man jetzt gut finden, ist aber, muss ja niemand kaufen, aber die zahlen auch eine gute Dividende. Es gibt sehr, sehr viele Unternehmen, die von dem Ölboom profitiert haben, aber noch interessanter sind ja eigentlich die, die das Öl transportieren, weil ob der Ölpreis hoch oder niedrig ist, die kassieren einen Zoll im Prinzip dafür, dass das Öl durch die Rohre fließt. Die werden gerade wieder sehr günstig, diese Unternehmen, und die haben Geschäftsmodelle, die versteht jeder Normalsterbliche, der die 10. Klasse geschafft hat. Mhm. Und das sind also keine, das ist wie Warren Buffett immer sagt, keine Raketenwissenschaft.
Man muss einfach den gesunden Menschenverstand benutzen und überlegen, was passiert mit den Coca-Colas, was passiert mit den Leuten, die älter werden, die gestorben wird immer, gegessen wird immer, die Haare wachsen immer, es wird immer Kriminelle geben. Schlechtes Beispiel jetzt, was du gerade bei uns hier gebracht hast. Ne? Ja, aber wenigstens sind wir Kunden noch für die Rasierklingen. Richtig, genau, das stimmt. Also solche ganz einfachen Dinge, die aber auch nicht jeder auf dem Schirm hat, weil sie eben nicht Johnson & Johnson und nicht Coca-Cola oder McDonald's sind, sondern wo man sagt, da gibt es auch kleine, unentdeckte Perlen, klein, jetzt nicht in dem Sinne, dass es wirklich Würstchenbuden sind, sondern Firmen, die also nicht immer die Titelblätter des Wall Street Journal füllen. Was mir auch sehr gefallen hat, das habe ich wirklich noch nie gesehen, also ich glaube, ich kenne mich wirklich ziemlich gut an der Börse aus. Du hast mir was gezeigt, und zwar es gibt in Amerika Dienstleister, wo man fundamentale Daten von Unternehmen in Form eines wirklich leicht zu verstehenden Charts sich anschauen kann. So ein Fast Graphs. Ja. Also was ganz Faszinierendes, dass man sagen kann, gerade ich als technisch statistisch orientierter Trader denke immer, wie bewertet man denn jetzt so fundamental irgend so ein Unternehmen? Ist jetzt Coca-Cola gerade teuer oder ist es billig? Das war immer so mein Handicap. Und du hast mir dann einen Weg gezeigt, wo man das wirklich auch sehen kann, in einem ganz normalen Chart, wo man sagen kann, diese Aktie ist jetzt gerade teuer und diese Aktie ist rein fundamental betrachtet jetzt gerade sehr günstig. Das ist ja, glaube ich, auch was, also hierzulande, ich habe noch nie jemanden getroffen, der das kennt. In Amerika scheint das ja ganz gut verbreitet zu sein. Wie bist du darauf gekommen? Einfach viel lesen. Ich betrachte regelmäßig genau ein einziges Finanzportal, Finviz, und ich lese auf einer einzigen Seite Beiträge, das ist Seeking Alpha. Und bei ganz vielen Analysen dort tauchten diese kleinen Charts auf, wo ich dachte, was ist das eigentlich? Und dann habe ich verstanden, dass es darum geht, Bilder aus Fundamentalanalysen zu machen. Also man kann auch von KGV ein Kursgewinnverhältnis, für ein Kursbuchverhältnis, für eine Dividendenrendite, für eine Auszahlungsquote eine Grafik entwickeln. Und gerade wer jetzt nicht in Excel-Tabellen rumgehen möchte, der fühlt sich vielleicht mit solchen Bildern besser. Wer so ein visueller Typ ist und wenn man dann drei Linien hat und die ins richtige Verhältnis zueinander setzt und sagt, aha, teuer, billig, kaufenswert, dann macht es das Leben leichter, und das ist eben das Schöne an Amerika, da gibt es eigentlich nichts, was es nicht gibt. Leider funktioniert das für die deutschen Aktien nicht. Aber weil es einfach keine Dienstleister gibt, die das aufarbeiten. Ja, der Markt ist zu klein, deswegen muss man halt auf die amerikanischen ausweichen, aber es ist kein Nachteil, weil es gibt auch in Deutschland keine Unternehmen, die viermal im Jahr Dividende zahlen. Okay. Also, ich muss sagen, das Für mich persönlich ist das wirklich eine wahnsinnige Bereicherung meines üblichen Tradings, und deswegen bin ich auch so froh mit mir, dass wir uns mal vor vielen, vielen Jahren über den Weg gelaufen sind und dass ich das von dir lernen durfte, weil das so ein spannendes Thema ist und weil es garantiert auch viele sagen, Mensch, wie funktioniert denn das? Deswegen war ich auch so ein bisschen mit dir in Prag. Wir haben so eine kleine Kooperation gesprochen. Das heißt, wir werden jetzt auch mal hier demnächst eine Möglichkeit anbieten, dass man das, was der Nils macht und was er wirklich sehr, sehr gut macht und was er eben nicht nur schwätzt, sondern was er wirklich tagtäglich mit seinem eigenen Geld auch macht, nämlich real und live, dass man das hier mal lernen kann. Deswegen seid gespannt, da kommt demnächst was, wird gar nicht so lange dauern, wir sind schon ziemlich weit, haben jetzt heute noch so ein bisschen wie beim Frühstück jetzt gerade noch so die Eckpunkte abgesprochen, und du musst wieder jetzt zurück ins Seminar. Ja. Ich fahre wieder nach Hause. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast fürs Gespräch. Ich glaube, das ist für viele wirklich auch hier bei uns auf dem Kanal ein ganz, ganz interessantes Thema. Ich habe zu danken. Weil es eben so ganz anders ist als das, was man sich üblicherweise vorstellt. Und wir wissen ja, wenn man an der Börse Geld machen will, dann muss man was anderes machen, als die Masse es macht. Mein Spruch auch immer, wer das macht, was alle machen, kriegt das, was alle kriegen, nämlich Verluste. Gutes Schlusswort, deswegen danke Nils an dieser Stelle. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, tschüss, servus, macht's gut. Tschüss, alles Gute.